Ja, herzlich willkommen, Leute, zu Vampires Dawn 2. Ich höre, die ist tief und. Ah, let's play Retro. Thomas, was richtig Cooles. Und zwar gehen wir auf diese Insel. Was zum Teufel ist hier? Oh, es ist Shana. Richtig. Er sieht zumindest noch ein bisschen so aus wie im ersten Teil. Mhm. Das Haus vom Bürgermeister, sag doch mal, oder? War da das Haus? Nee, das Haus vom Bürgermeister ist schon woanders. Und auch hier sind irgendwelche Marsianer gelandet. Ja. Oder? Die erinnern mich irgendwie an, weißt du, was ich meine? Bei Dragon Ball gab es ja auf Namek auch solche Einheiten von Freezer und die sahen irgendwie so ein bisschen aus wie Echsen. Ja. Aber, ja, weißt du, ja, was ich meine? Das waren, die waren auch so grün. Weil du ja gerade Dragon Ball ansprichst, so also zum Zeitpunkt, wo da wir kommt ja sofort Dragon Quest Monsters. Und nein, was kommt anders? Jetzt gerade, in dem Moment, wo wir es aufnehmen, sind wir zwei oder drei Tage, bevor Dragon Ball Super losgeht. Was ist das? Du hast noch nicht mal mitbekommen, Dragon Ball geht weiter. Vom Original Dragon Ball Macher. Z wird fortgesetzt. Das heißt sie. Und wie soll ich sowas mitbekommen, wenn du mir das nicht sagst? Also ich nenne das weiter Dragon Ball Z. Alles klar. Das heißt aber wirklich Dragon Ball Z. Kann gut sein. Keine Sorge, Steve. Es ist nur mein Auftrag, das britische Englisch zu zerstören. Die Amis zahlen dafür Geld. Tut mir leid. Ich sag auch gerne zu Dragon Ball Z, was Deutsch heißt. Das ist ja Deutsch, das ist ja was anderes. Ja. Das ist ja was vollkommen anderes, Steve. Das kannst du gerne machen, aber. Deutsch ist ja nicht Englisch, ne? Das ist richtig. Ich stehe zum ehrlich zu sein, meistens einfach nur Dragon Ball. Ich weiß, Dragon Ball ist theoretisch das Leben vom kleinen Son Goku. Für mich genau. Ist es einfach nur ein Manga, ne? So ungefähr. Und auch wenn sich da zwischendrin was ändert, aber. Altes Schmerz, altes Schütteln, altes Schwachsinn. Ja, perfekt, das ist ja auch in dem Quest, den wir lösen sollten. Stimmt, ja. Zum Alter. Ah, dann ist aber multiple lösbar, weil ich habe in einem Schloss, wo ich eigentlich mal noch hin wollte, auch was zum Thema, in einem Buch gefunden zum Thema Altersschwachsinn. Und habe aber vergessen, welches Schloss das war, muss ich sagen. Darf ich ein Wort spoilern? Ja. Gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten für diesen Quest. Ah, okay. Tatsächlich immer was Gutes bei Vampires Dawn 2. Das ist beeindruckend, oder? Also, dass an sowas gedacht hat, dass es nicht nur an einem Ort solche Bücher gibt, ist tatsächlich gut, ja. Man kann das auch anders als über Bücher lesen, lösen, aber egal. Hier steht, dass ein alter Mensch nicht mehr in der Lage klar zu denken, sollte ihm ein Tee aus Affenkot und Rinderfurz dreimal täglich verabreicht werden. Nach einigen Wochen verbessert sich der geistige Zustand der betroffenen Person. Ja, weil er stirbt. Und sie beginnt gewaltig Dünnpfiff zu kriegen. Na, das ist doch, wonach wir gesucht haben. Damit kämen wir zu diesem Jonas zurück. Okay. Und Jonas ist auch ein cooler Name. Das ist doch Jonas. Das ist nicht doch Jonas. Das ist doch Jonas. Das ist dann Janosch. So cool, ey. Aber das ist. Ja, merke ich mir auf jeden Fall, wenn ich immer meinen Sohn nenne, ich ihn auch Jonas. Wo kommt der her? War ein super mega Ninja Turtle. Oder Ninja Crocodile. Was auch immer. Wow. Und guck mal da, der Weg in die Irrenanstalt. Kommst du da noch rein? Nein. Nee. Stimmt nicht. Nein. Pff, so ein Quatsch, ey. Da war Malix mal wieder zu faul zu mappen. Ja. Interessant, aber ich hatte mich im Schloss das entdeckt und hat dann wieder verwechselt, aber vergessen, wo es war, ne? Vergessen, wo war. Achso, ja, der Schmerzmittelbuch. Mhm. Ja, es gibt irgendwie auch noch so einen alten Man, der irgendwie was, glaube ich, darüber sagen kann, falls ich jetzt nicht irgendwas verwechsle, aber. Auch, wie gesagt, ich fand auch den vor einigen Parts schon mal angesprochenen Kopfgeldjäger oder die verschiedenen Kopfgeldjäger schon ein sehr interessantes Gameplay-Element, auch wenn es in dem Spiel natürlich behindert ist, weil das Spiel ist so schon anstrengend genug. Ja, der Hund blockiert das ist so geil, der Hund blockiert das Monster. Wir werden übrigens diese Dinger gar nicht ansprechen, also Bücherregale und so weiter, weil da ist fixes Loot drin. Hier liegt etwas zwischen den Büchern, Rezept 24. Geheimnis gefunden. Schon echt eine ganze Menge davon. Das Inventar wurde ja auch echt doof gelöst. Also ja, zum Beispiel, warum gibt es keine Untertaschen, wo dann zum Beispiel alle Genesungen drin sind und so weiter. Da hätte man ja ein eigenes Inventar für machen müssen. Das wäre ja viel zu anstrengend gewesen. Ja, aber so ein eigenes Menü wiederum, im Menü kann er machen, ja. Ja, muss man nicht ein Inventar bauen. Wie ihr seht, muss man ja nur so sinnloses Zeug machen wie Spielzeit messen. Ja, ihr seht, ich habe noch mehr Geheimnisse gefunden, sind schon 326. Menschlichkeit 50, jetzt sind wir wieder nice.
Wir sind wieder Menschen, ja. Wir sind wieder menschlich. Asgard wird uns niemals verstehen. Wie können wir nur so menschlich werden? Naja, wir lügen halt eine ganze Menge, ne? Und deswegen denken die Menschen wir. Ja, das ist normal. Auf einmal gibt es überhaupt keinen Sinn. Was ist mit den Schafen passiert? Es waren Vampire. Vampire? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es ist, aber es klingt gefährlich. Ja. Ist klar, ne? Da würde der Dude wahrscheinlich sagen, Vampire oder auch irgendwelchen Scheiß auszudenken. Das Wort habe ich noch nie gehört. Ja doch, in unserer Sprache gibt's das. Leute, ihr redet dieselbe Sprache wie ich. Hört auf mich zu verarschen. Die ganze Zeit versuchen wir zu etablieren... Bist du schon hochgegangen? Stimmt. Die ganze Zeit versuchen wir zu etablieren, dass keine Vampire existieren. Deswegen versenken wir ja auch wieder die Schiffe, ja? Und dann breiten wir auch noch selbst das Gerücht. Ja. Oder wir streuen es. Aber vielleicht versenken wir die Schiffe auch nur, weil wir Langeweile haben. Huch! Ich ja. hab ja hier dieses Benzin und das Streichholz. Brauchen die gar nicht, das ist halt einfach nur, wir haben die Macht. Los, Leute, jetzt legen wir alles von unseren coolen Waffen. Erinnert mich wieder, einfach die coolsten Waffen hatte ja das brutalste Spiel der Welt. Postal 2. Ey, Postal 2 war damals so genial, ja, also... Lang ist's her. Ey, Postal 2 hatte halt wirklich die innovativsten Waffen damals, mal ganz ehrlich. Als Nahkampfwaffe eine Schaufel, ja... Wenn ich spitze jetzt da kam auf eine Schaufel gehabt. Total cool. Oh, warte mal, hier ist so ein Dude. Er ist ein Dude. Reden. Und ein Dude ist eine Dame. Hm. Bitte fresst mich nicht. Keine Sorge, das haben wir nicht vor. Ach ja? Ja. Da war dieses Beben. Dazu dieses weiße Licht. Ganz plötzlich schien es. Als ich wieder zu mir kam, war alles zerstört. Viele meiner Freunde fielen in tiefe Abgründe und der Rest, der sich davor retten konnte, wurde von heranstürmenden Monstern gefressen. Schluchz. Sie war gerade am Kacken und ist gerade so belebt. Ja, klar, sonst würde sie nicht im Badezimmer stecken, ja. Ne? Komm, wir bringen dich an einen sicheren Ort. Ist aber schon interessant, warum haben die Leute in Vampire's Dawn so extrem moderne Toiletten und Bäder? Und vor allem, das bedeutet dann auch, dass die alle so krasse Abwassersysteme haben, denn ich meine, die Straßen müssten ja sonst voll scheiße sein und wir haben nichts gesehen, ne? Stimmt, das ist total... Ja. Und warum haben die keine Türen? Ernsthaft, Mann, warum haben die hier keine Türen? Ja, aber nicht bei Fenster hier. Beachte bitte vor allen Dingen auch, wie komplex das System ist. Hier reden wir von einer Toilette im Obergeschoss. Das stimmt. Die ist nicht mal im Erdgeschoss oder ja, so. Ja, also Toilette im Obergeschoss ist tatsächlich schon ziemlich modern. Ne? Tja. Das ist kein Plumpsklo mehr, ja? Man konnte ja auch, manche haben ja auch drin das Plumpsklo gehabt, so ungefähr, in sehr modernen Häusern. Aber da musste ein Bedienstete das rausbringen oder so. Aber eine Toilette im Obergeschoss. Nicht schlecht. Nein, ich kann nicht. Wieso nicht? Ich muss meine Freunde finden. Vielleicht lebt noch einer. Das ist doch Selbstmord. Die soll ruhig hierbleiben. In meinem Schloss kommt nur jemand, der nützlich ist. Warum nur? Warum? Schluchz. Naja, wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Richtig. Die lebt hier doch keinen Tag. Das ist doch nicht unser Problem, also gehen wir. Sonst bringe ich sie noch um. Und jetzt... Woher kam nur dieses verdammte Licht? Welcher Gott hat uns so bestraft? Ich dachte, ihr glaubt nur an einen Gott. Oh, was für ein schlimmes Schicksal. Jetzt ist... Das stimmt, jetzt wird hier auf einmal etabliert, dass es scheinbar mehrere Götter gibt. Hier ist noch ein lesbares Buch, Die Früchte des Ruhms. Von welchem Autor? Sango Bango. Kennt ihn niemand von euch? Nein. Der Name sagt mir auch nichts. Tja... Aha. Flucht angefunden. Also ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden. Ja. Kannst du die irgendwie verwandeln oder umwandeln oder irgendwas Nützliches musst du noch mit der Wache. Guck mal, die zahlt keine Steuern und so, ne? Oder kannst du die irgendwie nochmal anquatschen, oder? Nein. Sie leben bestimmt. Na klar, kleine Hundung, geh raus und such sie. Ja. Machen wir doch mal irgendwas Sinnvolles mit ihr. Blutank, das ist doch ganz nützlich, oder? Das ist top, das speichere ich sofort. Aber auf dem unteren Spielstand kann ich euch was zeigen. Blutank ist richtig geil. Das ist super. Speicherstein.
Ja, Leute. Auch in Ordnung gewesen, aber Blut die haben ernsthaft random Loot. Nicht im ersten Teil fixes Loot. Ja, du verwandelst halt einen Menschen in einen zufälligen Gegenstand. Sei Bullshit. Warum? Ist doch eigentlich cool. Nee, nicht wirklich. Weil dieses random Loot hätte jetzt übrigens auch ein Heilbalsam sein können. Ja, okay, ist natürlich doof, wenn man keine Speichersteine hat, ne? Wie gesagt, im Spiel muss man auch noch verspeichern können. Und dann hat man eigentlich schon einen großen Mangel behoben. Ja, also, wer spielt das nur als New Game Plus? Also, Speicherkristall ist einfach, beziehungsweise gibt einfach Speicherkristall ein. Aber das ist doch kein Cheat, sondern einfach nur, das ist eine Game Design Mangelbehebung. Ja, also, das ist einfach nur Bullshit, das nicht freispeichern. Das Spiel belohnt einen ja extrem dafür, dass man frei speichern kann, so ungefähr, ne? Das ist ja eigentlich das Witzige. Ansonsten würden wir nur random Zeug finden. Wir würden immer... Ach, naja. Okay. Das stimmt doch was nicht, oder? Was? Okay, sah gerade so aus, als würde sich das was verschieben, aber scheinbar nicht. Hier ist ein Buch mit dem Titel Geister. Gibt es sie wirklich? Tja, zu schade, dass wir nicht als Zeugin vom Autor vernommen wurden. Das Buch hätte das sicher aufgewertet. Ja, warum gibt es eigentlich keine Geister mehr? Ja. Hier geht's nicht hoch, weil wir können hier nicht vorbei, offensichtlich. Ah, hier. Tja, aber der Gegner auch nicht. Das ist doch was Dämliches. Hier ist ein Buch mit dem Titel, ey Mann, wo ist meine Keule? Primitive Schundprosa. Tja, da wissen wir, als das rausgekommen ist, kam gerade, ey Mann, wo ist mein Auto? War das das? Ja, ich glaube schon. Hier stehen Bücher wie Einmal tot und nie wieder. In der Hölle ist's warm, sehr warm und... Makabere Spiele im Freudenhaus. Das war nicht witzig. Da gibt es natürlich auch keinen Kommentar dazu. Nö, weil ist halt so dumm. Was soll man da schon großartig zu sagen, ne? Da sind selbst Aska und Elaine nicht blond genug für, ne? Ja. Roter Stein. Sehr schön. Komm her, Riesenechse. Bring mal. Okay, rote. Eine rosa Echse. Die stärkste aller Echsen. Sie hat bisher noch nichts gemacht. Okay, ist doch gar nicht so schlecht. Auf 74. Naja, auf 74 ist egal. Der Tatsache, dass wir über 2000 haben, ist es egal, aber... Ja, wie findest du Shanna? Haben wir nicht mehr Leute gelebt? Und wer ist eigentlich diese komische Sina? Die haben wir noch gar nicht hierher gebracht. Ja. Abgesehen davon bringt mich das sowieso auf die Frage, warum hat Weiner nicht einfach hier als Bürgermeister oder sowas gelebt? Ja. Er hätte das perfekte Alibi gehabt. Du meinst als Gott damit, ja. Und damit als Gott, genau. Er hätte ein Alibi gehabt. Er hätte sogar Probleme mit dem neuen König oder was auch immer. Das ist ja auch eine Frage, die nie geklärt wurde. Was ist überhaupt mit der Staatsform der Welt geschehen, nachdem der König getötet wurde? Aber na gut. Naja. Offiziell wurde der König. Doch, stimmt, der König muss ja getötet werden. Ja, den musst du töten. Stimmt, das ist ja. Den musst du töten. Ja, klar, und das wird ja auch. Stimmt, sie hat es ja auch am Anfang des Spiels erwähnt, dass der König irgendwann angegriffen wurde. Oder das zumindest wurde das irgendwie im Intro erwähnt. Aber na gut, das ist auch eine Frage, die geklärt wurde, aber na gut, ja. Was soll da einfach schon passieren? Die Leute laufen halt weiter durch ihre Dörfer und beschweren sich, dass ihnen langweilig ist, ne? Ja. Ja, das letzte Haus von Shanna, oder? Ja. Und wieder ein modernes Bad. Warte mal, geh nochmal das Bad rein. Das ist schon lächerlich, oder? Steht ein Fass im Bad. Ja, das ist wichtig. Ja, das ist auch komisch. Dieser Durchgangsraum mit drei Betten. Was? Ja, was zum Teufel soll das sein? Das ist total nervig, das Gästezimmer und da muss ich da durchlaufen. Und hier ist natürlich auch nochmal ein Bett, so ein Durchgangszimmer. Das ist auch echt total komisch, ja. Hier zum Beispiel könnte eigentlich ein Bett stehen, da hinten, wo die Kommode steht. Hier steht, glaube ich, ein Bett, aber das soll... Das ist umgestürzt, ja. Ja. Hier findet man eine ganze Menge an Dilbert-Büchern. Die mag ich. Kennst du das? Nee. Oh, top. Wenn ich mich recht erinnere, müssten das eigentlich so Comic-Strips zum Informatiker-Typen sein oder vielleicht... Es sagt mir auf jeden Fall was, ich hab's schon mal gehört, aber... Ist auf jeden Fall auch so ein Typ mit
ist ja ganz sporadisch gezeichnet sozusagen, mit Brille und einem weißen Hemd. Ich gucke da jetzt gerade kurz nach. Also bedeutet das auf jeden Fall Malix Magdilbert. So. Das Witzige ist, es reicht schon, wenn ich Dilb eingebe und es kommt sofort. So. Genau. Oh, da ist noch eine Truhe, die wir natürlich haben. Genau. Dilbert ist die Titelfigur des gleichnamigen Comic-Strips von Scott Adams. Dilbert ist ein angestellter Programmierer, Softwareentwickler und Ingenieur mittleren Alters, der in einigen Zellen unterteilt im Großraumbüro arbeitet. Ja. Hier müssen noch mitten außen irgendwie 10 Betten oder so, also es scheint sehr... Das war auf jeden Fall eine Großfamilie. Ja. Was tatsächlich bei dem Mittelalter-Setting vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Aber... Mittelalter, da ist eine moderne Toilette. Eben, genau, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, was für ein Setting? Da ist ja eigentlich gar nichts etabliert. Ja. Ich fand es ohnehin ganz interessant, wie mal irgendjemand ausgedrückt hat, wie Malix auf den ersten Teil gekommen ist. Er hat halt Interview mit einem Vampir und From Dusk Till Dawn gesehen und das einfach zusammengemischt. Es passt aber auch sogar von dem, was da eben so passiert in den beiden Filmen, ne? Ich meine, auf der einen Seite irgendwie so diese tragischen Schicksale von Aska und Walner und dann auf der anderen Seite die ganze Zeit dieses komische Gemetzel und Kopf abschlagen. Und ey, so. From Dusk Till Dawn ist aber legendär. Also wirklich, From Dusk Till Dawn ist... Naja, das sind ja auch beides gute Filme, also von daher. Ja, also. Aber es ist eigentlich schon ziemlich witzig. Das dann zusammengemischt, aber ohne großen Plot. Jetzt darfst du nochmal gleich auf die Karte schauen. Oh nein. Der passt schon recht lang, geht, machen wir nämlich noch was Kleines. Und zwar, hier müsste irgendwo Wüste 1 und sowas sein. Ich guck mal nach. Ja, ich bin gerade vom Asgards Schloss. Was ja, im Westen? Wü 1 ist... Ja, genau. Warte mal. Also hier sind mehrere Wüsten noch. Ja, warte mal, jetzt muss ich gerade gucken, welche die am nächsten ist. Also hier müsste irgendwo der Wü 5 sein. Hier ist auch ein Wald. Den Wald kennst du wahrscheinlich schon, oder? Ach, da ist der Söldnerwald, ja. Ja. Der Moment. Ja, also irgendwo hier unten rechts müsste Wüste 5 sein. Wo? Hier links noch ein bisschen. Hier so? Hier so ungefähr. Ich möchte jetzt ungern eine große... Ja, noch ein bisschen runterlaufen. Runterlaufen hier jetzt irgendwo links. Hier oben irgendwo, genau. Warte mal, jetzt bist du schon dran vorbeigelaufen, glaube ich. Nach rechts? Es müsste theoretisch hier auf diesem Feld sein. Hier auf... theoretisch auf diesem... Hier kann man wenigstens sinnvoll fliehen. Ja, da ist es. Wo sind wir? Wo soll ich das wissen? Da oben. Denkst du, ich würde irgendwas sehen? Hast du Sonnenmittel an? Ja. Und mal wieder Flugsaurier oder sowas in der Art. Kleine Drachen. Die auf jeden Fall über 600 Trefferpunkte haben. Im Anfangsgebiet. Das ist ja kein Anfangsgebiet. Also aber in der Anfangsgegend halt, ne? Ja, das ist natürlich doof, ne? Open World, ne? Kannst du dann einfach irgendwo hinlaufen und die Gegner nicht klatschen, ist doch cool. Nein, eine gute Open World funktioniert anders. Sorry, ich mag es jedes Mal wieder provozieren. Eine gute Open World hat quasi eine Art Kernzone, wenn du wo anfängst oder so, ne? Und dann kann man sagen, das ist halt immer gefährlich, umso weiter du dich von der Kernzone zum Beispiel entfernst, ne? Wesentlich schöne Musik. Ja gut, also mich würde ja tatsächlich interessieren, wie das jetzt wäre, wenn Malix jetzt nochmal ein Spiel rausbringt. Ich meine... Naja, er hat zumindest eins erkannt. Ich meine, er wollte Vampire's Dawn 3 mit einem Team machen, ne? Nicht alleine. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Gut, ne, er ist ja jetzt auch mittlerweile fast 35 so ungefähr, ne? Ja. Also von daher, ich meine, er ist mal einfach 10 Jahre weiter als zu VD2 und... Was denn da für eine Truhe? Verschlossen. Ist immer gut. Was, ohne Dietrich? Was? Oh Gott, nein, wenn gleich. Nein! Tja, Leute, dann. Wollen wir nochmal den Abschluss zeigen, oder? Ja. Aber mal gucken, wo da ist das Spiel jetzt einmal gefixt. Wer weiß. Vielleicht war es einfach nur die One in a Million Chance. Aber ich finde es interessant, dass das jedes Mal aufs Neue passiert, ne?
Das ist jetzt gar nicht so lange her, dass uns das davor passiert ist. 10 Parts oder so. Und wieder ein wunderschöner Beweis, dass Malix das Spiel nicht getestet hat. Nicht getestet, gut getestet. Denn wenn er es getestet hätte oder irgendeiner seiner Beta-Tester kompetent gewesen wäre, hätte man das festgestellt. Und irgendeiner dieser ganz euch meint, ich habe das Spiel schon 5-mal durchgespielt und keine Bugs entdeckt. Leute hätten auch das mitbekommen. Tja. Wer weiß, vielleicht bist du einfach nur ein großer Pechspilz. Wenn ich wo Beta testen will, dann will ich vernünftig testen oder es sein lassen, ja? Dieses Fanboy-Testen kann man sich einfach sparen. Ja. Even script referenced an event that does not exist. Lächerlich. Und mit dem Bildschirm beenden wir den Part. Ich war DC Steve und... Oh, let's play retro. Wenn es so weit einen Kommentar und Daumen nach oben freuen. Tschüss.